Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Ja, dass wir Geheimakte 2 nun erfolgreich beendet haben, ist ja schon einige Monate her. Und deswegen dachte ich mir, weil ja momentan noch kein neues Let's Play-Projekt läuft und ich aber während meines Umzugs euch ein bisschen was zum Gucken geben wollte, spiele ich nun Geheimakte 3, sodass die Reihe dann komplett damit abgeschlossen wird. So, und ich konnte mir im Vorfeld ein individuelles Hauptmenü erstellen, was ich ganz schön finde, um ehrlich zu sein. Also, da konnte man auswählen, was man gerne, für welchen Film man umsonst eine Freikarte haben möchte und welche Jahreszeit man am liebsten hat und so weiter. Und hier haben wir jetzt gerade die Garage von unserer guten Nina. Und ja, Geheimakte 2 war ja recht spannend mit Puritas Cordis, dieser Sekte dort, die die Welt zerstören wollte, um die Macht an sich zu reißen. Und jetzt bin ich natürlich umso gespannter darauf, was uns im dritten und letzten Teil erwarten wird. Deswegen, meine lieben Freunde, ich werde gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern wir stürzen uns direkt in ein neues Spiel und ich bin mega gespannt. Alexandria, 48 vor Christus. Imhotep, hier bin ich. Habt ihr mein Gold? Die andere Hälfte, wenn der Auftrag erledigt ist. Vorwärts! Sichert auch die Bibliothek! Bei Anubis, wo sind sie hin? 40 Deben. So viel Gold fürs Vernichten von ein paar Papyrusrollen. Leicht verdienter Lohn. Gerade in dieser Zeit, wo der Krieg in den Straßen das Leben vieler meiner Brüder fordert. Diese Narren. Im Namen von Achillas kämpfen sie. Aber es gibt keinen Herrn, für den zu sterben sich lohnt. Im Schatten der Bibliothek wird mich niemand beim Überwinden der Mauer sehen. Aber ich sollte mich beeilen. Okay, meine lieben Freunde. Dann bin ich ja jetzt auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich denke mal, das hier wird das ganz, ja, das wird das Inventar sein. Wir haben eine Karte, den Beutel mit Gold, der uns gerade zugeworfen wurde für unseren Auftrag. Ein paar Brandsätze, falls wir uns wahrscheinlich in Sicherheit bringen müssen oder verteidigen müssen. Ein Seil und ein Wurfhaken. Und ich denke mal, das Seil können wir definitiv mit dem Wurfhaken verbinden. Aber erstmal möchte ich mir alles genauestens anschauen. Eine Karte der Bibliothek. Die Papyrusrollen sind in einer Kammer neben dem Hauptlesesaal. 40 Deben Gold, die Anzahlung für meinen Auftrag. Dann hat er insgesamt am Ende 80 Deben Gold. Ah, ich kann rechnen. Damit werde ich die Papyrusrollen in Brand stecken. Ach so, ich dachte wir... Ja gut, ich dachte wir vernichten sie einfach, indem wir sie zerreißen. Aber gut, das wäre ja zu einfach gewesen. Okay, dann würde ich mal sagen... Ein festes Seil. Wo selbst der geübteste Kletterer nicht mehr weiterkommt, hilft die richtige Ausrüstung. Wir kombinieren jetzt erstmal. Eine meiner leichtesten Übungen. Allerdings. So. Dahinter liegt die Bibliothek von Alexandria. Dort befinden sich die Papyrusrollen, die ich vernichten soll. Möge Ra mir beistehen. Ja, du kannst zu all deinen Göttern beten, das bringt ja sowieso nichts mehr. Jetzt ist Manneskraft gefordert. Also los, drück dagegen. Die Mauer bietet genug Halt. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, der mich nach oben führt. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir nutzen die Spalte. Die Spelte? Was ist denn der Mehrzahl von Spalt? Spalt, Spelte. Spelte? Das klingt blöd. Die Spalten? Wir nutzen die Spalten aus, die uns hier gegeben werden. Kann er jetzt selbstständig daran hochklettern? Die Spalten sind tief Spalten. Genug, um mit meinen Fingern Halt darin zu finden. Okay, dann los. Würde ich mal sagen, wir machen das jetzt ganz vorsichtig. Irgendwie müssen wir nach ganz oben kommen. Ich denke, wir können Schrittchen für Schrittchen... Ja, nicht schlecht, Herr Specht. So, ich habe keine Ahnung. Wir gehen... Ja, das ist ja nicht so schwer, muss ich jetzt gestehen. Also das macht er auch ziemlich gut. Scheint er ziemlich trainiert zu sein. Wir können jetzt nach da. Deswegen, wir machen das mal ein bisschen vorsichtiger. Kann ich da jetzt auch eine kleine Zwischenstation einlegen? Geht das auch? Oder müssen wir wirklich bis ganz nach oben? Kannst du da runter, zufällig, mein Lieber?
Mein lieber Herr Meisterdieb oder was du auch immer darstellen sollst? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir müssen wirklich... Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Ja, das habe ich mir schon... das habe ich mir schon denken können. Wir müssen das wirklich... Also, zu weit darf die Spalte nicht entfernt sein, aber das sollten wir auch ganz entspannt hinbekommen. Jetzt muss ich nur schauen. Na doch, das geht hier schon immer weiter hinauf. Also, das ist ja nun wirklich keine Schwierigkeit für uns. Ich finde es aber mal schön, dass es diese Art von... Rätsel in Anführungsstrichen gibt. Das finde ich nämlich sehr, sehr angenehm, um ehrlich zu sein. Ich kann diese Spalte... Okay, warte, dann müssen wir... Nehmen wir den Weg oder den? Nehmen wir den hier. Der erscheint mir ein wenig nicht so weit wie der andere. Obwohl das wahrscheinlich gar keinen Unterschied macht. Aber ich finde dieses kleine Minispielchen bisher doch eigentlich gar nicht so schlecht. Jawohl. Zwar hat er sich nicht oben an der Kante festgehalten, aber was soll's. Mauern halten mich nicht auf. Und Wachen schon gar nicht. Solange sie mich nicht bemerken. Der Bursche muss weg. Am besten ohne Aufsehen. Wisst ihr, welche Stimme hier jetzt noch besser passen würde als die, die er eh schon hat? Die Stimme von Vin Diesel. Oh yeah. Die wäre so gut. Ein lederner Futtersack. Den nehme ich mit. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber wir machen jetzt hier so ein bisschen auf, was machen wir denn? Auf Sam Fisher, so ein bisschen im Stealth-Stil. Verflucht. Die Pferde haben mich gewittert und werden unruhig. Wenn ich durchs Fenster in den Stall klettere, werden die Pferde mich verraten. Okay, dann erstmal umgucken so ein bisschen. Menis Ra. Ist das sein Name? Ist das jetzt sein Name? I don't know. Verflucht. Okay, warte. So, was haben wir hier denn noch? Die Schlange. Wir könnten natürlich die Schlange aufschrecken, beziehungsweise die Schlange in den Lederbeutel packen, den dann dort anhängen und die Pferde halt so ein bisschen kirre machen. So, wir können auch jederzeit wieder raus, aber das möchte ich ja nicht. Ihr Flackern erinnert mich an die brennende Stadt. Wie tiefgründig du bist. Wow. Licht ist mein Feind. Oh, okay. Warte mal, können wir hier langlaufen, ohne dass er uns sieht? Ja, können wir tatsächlich. Sehr gut. Sie ist lautlos und tödlich. Genau wie ich. Oh, ich mag diesen Charakter jetzt schon. Möge das Gift von Apophis nicht in meine Glieder dringen. Mit bloßen Händen wage ich sie nicht zu greifen. Okay, dann machen wir das wirklich jetzt easy peasy. Ihre Giftzähne bringen den sicheren Tod. Zum Glück ist das Leder dick genug. Oh, die armen Pferde, die tun mir jetzt schon leid. Was sollen denn dann erst die Pferde sagen, die ich jetzt verschrecke? Das ist jetzt natürlich nicht so nett, aber gut. Uns bleibt halt keine andere Möglichkeit, um dort hinten in die Bibliothek zu kommen. So, dann mal los. 3, 2, 1, go! Pferde fürchten Schlangen. Mhm. Der Krimflamm scheint die Pferde heute besonders nervös zu machen. Wenn sie sich verletzen, bekomme ich Ärger. So, und jetzt können wir doch bestimmt hinten an ihm vorbei, oder? Oder machen wir das jetzt ruhig, einfach zu? Ruhig, ganz ruhig. Ruhig, Brauner, ruhig. Sehr gut. Und instant an ihm vorbei. Nice one. So viele Schriftrollen. Weinamphoren wären mir lieber. Dort hinter der Tür, am anderen Ende des Raums, befindet sich das Ziel meines Auftrags. Ich hab's fast geschafft. Bei Horus. Müssen die denn gerade jetzt auftauchen? Ich muss auch an ihnen vorbei. Oh, wir müssen anscheinend an allen vorbei. Ich hatte jetzt eigentlich so ein bisschen mit Fallen gerechnet eventuell, aber ja gut, warum sollten in der Bibliothek Fallen sein? So, zurück können wir nicht. Ich denke mal, wir müssen wohl oder übel oben halt entlang laufen. Die Balken verlaufen durch den ganzen Raum. Genau, und dann so... Gute Idee. Ah, danke. So, dann würde ich mal gucken. Lass uns erstmal ein bisschen gucken, was es hier vielleicht gibt. Also ich sehe, dass wir eventuell was mit der Feuerschale dort anfangen können. Vielleicht, dass wir die... Okay, hier quietscht. Bei Anubis. Dieser Balken ist morsch. Ich kann ihn nicht überqueren. Okay, dann erstmal woanders weiter, mein lieber Freund. Menis Ra. Heißt du wirklich so oder ist das so ein ausgedachter Name? So, jetzt will ich mal was wissen. In den Schalen wird Öl verbrannt. Das kann ich doch bestimmt umwerfen, oder? Nee, scheinbar nicht. Die zwei Wachen stehen zu weit auseinander, um sie gleichzeitig zum Schweigen zu bringen. Oh Gott! Ich muss mich also vorbeischleichen. Das wäre so episch, wenn wir jetzt im Assassin's Creed-Style hier runterspringen könnten und dann so... Und dann die auslöschen könnten. Ich habe es bis hierher geschafft, ohne dass mich jemand entdeckt hat. Dabei soll es auch bleiben. Okay, wie wäre es denn, wenn wir diese Brandsätze eventuell dort reinschmeißen? Hättest du darauf Lust? Weil... Oder möchten wir hier so rübergehen?
Ah, wir können auch so rübergehen. Okay. Muss ich nicht mal was in die Feuerschalen werfen. So, das sieht auch wieder sehr, sehr morsch aus. Deswegen gehe ich lieber hier entlang. So, die Frage ist, komme ich jetzt hier runter? Aber ich glaube, ich muss die Brandsätze. Oder ich muss auf jeden Fall. Oder willst du jetzt da automatisch rein? Meinst du, du wirst nicht entdeckt, wenn du da jetzt runterspringst? Das halte ich für ausgeschlossen. Hinter dieser Tür befindet sich das Lager mit den Schriftrollen, die ich vernichten soll. Ja, dort will ich hinein. Aber ich kann hier nicht unbemerkt nach unten klettern. Hätte mich auch sehr gewundert, um ehrlich zu sein. So, dann lasst uns diesen Plan jetzt einfach mal probieren. So. Jawohl. Natürlich geht das. Wenn ich die Brandsätze schon hier zünde, werde ich entdeckt. Aber es wäre so lustig geworden. Okay, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Kann ich einen Brandsatz? Nee, auf die morsche Stelle kann ich wahrscheinlich keinen Brandsatz legen. In den Schatten. Wenn ich die... Ja, das willst du auch nicht. Den Beutel mit Gold. Vielleicht sollten wir Gold von oben herabregnen lassen. So, Jingle Bells. Okay, wie mache ich das denn jetzt im ehesten? Also ich hätte ja die Dinger tatsächlich mit dem Wurfhaken irgendwie umgeworfen, aber das will er ja scheinbar nicht. Und die Wachen damit umwerfen geht auch nicht. Okay, wir stehen vor unserer ersten großen Herausforderung, liebe Freunde. Wir müssen mal gucken, vielleicht gibt es ja hier noch irgendein... Ach, guck mal. Sieh mal eine ein an. Ein Banner aus Leinenstoff. Oh, das nehme ich doch mit. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich es brauche. Der Leinenstoff könnte nützlich sein. Ja, das könnte... Warte mal, da müssen wir aber auch noch mal ein bisschen hier an den anderen Orten gucken. Vielleicht erwartet da uns ja auch noch etwas. Mal hier hinten schauen. Okay, hier hinten scheint nicht zu sein. Dann schauen wir noch mal hier oben. Vielleicht ist da ja noch irgendwo so ein Banner, was ich jetzt entzünden lassen kann oder so. Ich denke mal, ich muss auf jeden Fall jetzt die Banner irgendwie in Brand setzen oder irgend sowas in der Richtung. So. Okay. Schauen wir mal. Ein Banner aus Leinenstoff. Das kann ja runtergeweht worden sein, oder nicht? Nee, geht das nicht? Wenn wir das vielleicht kombinieren? Ich werde das Leinen in Streifen reißen und den Wurfhaken damit umwickeln. So, Seil mit gepolsterten Wurfhaken haben wir jetzt. Okay. Aber das bringt mir ja nichts, wenn wir das jetzt... Ich muss mich noch mal ein bisschen umgucken. Das bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich das in die Feuerschale werfe. Das ist ja völlig wasted. Gucken wir hier noch mal, ob auf der anderen Seite noch irgendwie was ist, was wichtig wäre. Rauskommen tun wir auch nicht nochmal. Okay. Gehst du? Ja. Nee, hier auch nicht. Okay. Die Frage ist, wie wir das jetzt machen. Also ich denke ja trotzdem, dass wir das nutzen müssen, um die Dinger umzuwerfen. So ganz dezent. Aber das geht halt so nicht. Mit der Wache geht das auch nicht. Ist hier dann noch irgendwie was in der Nähe, was ich jetzt übersehen haben könnte? Außer... So, gibt es hier noch irgendwie was? Nee, hier können wir auch nichts machen. Aber rauskommen tun wir ja auch nicht, oder doch? Das ist ja jetzt doof. Warte mal, vielleicht müssen wir in einer Linie zu dem Ding stehen, damit wir das so hier, so, jetzt hier und von hier... Nö, funktioniert auch nicht. Das wäre auch zu cool gewesen, wenn das funktioniert hätte. Aber das geht wohl auch nicht. Aber rauskommen tun wir doch eh nicht mehr, oder? Ja, dort will ich hinein. Aber auf der anderen Seite kann ich doch auch nicht. Die Brandsätze kann ich auch nicht. Warte mal. Eine Karte der Bibliothek. Kann ich hier irgendwie die Karte anwenden, damit ich sehen kann, ob es hier irgendwie noch einen geheimen Gang gibt? Wieso hänge ich denn jetzt schon hier in den ersten paar Sekündchen? Das geht so aber nicht, meine Lieben. So, da sollte ich lieber nicht rüber. Das ist morsch. Kann ich hier jetzt runter? Warte mal, vielleicht kann ich ja hier noch mal runter. Kann ich hier runter? Nee, wir können hier auch nicht mehr runter, ne? Hä? Dann verstehe ich es aber nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Du kommst hier halt nicht runter, mein Freund.
Ich will hier aber gern runter irgendwie, um ehrlich zu sein. Hier müssen wir doch irgendwie irgendwo runterkommen. Wir können doch jetzt nicht ewig auf diesen Dingern hier herumtanzen. Hier hinten passiert uns auch nichts. Wir müssen die doch irgendwie abgelenkt bekommen. So, ich gehe nochmal ganz entspannt diesen Weg. Das bringt uns nichts, das bringt uns nichts. Die Brandsätze da reinwerfen bringt uns leider auch nichts. So, ist hier noch irgendwie was, wo ich hin kann? Nö. Aber runter kann ich doch auch nicht. Ja, dort will ich hin. Wieso? Wieso hänge ich denn jetzt hier schon? Kann mir das mal jemand verraten? Der Wurfhaken am Seil ist mit Leinen umwickelt. Ach, oh, da. Ich habe es gerade gesehen, als ich hier das Bild angeguckt habe und er geredet hat, habe ich hier das Fenster Diese gesehen. Diese Öffnung muss in den Lagerraum führen. Ja, das ist so, wenn man länger kein Point-and-Click mehr gespielt hat. Hust, 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 dann übersieht man offensichtliche Dinge. Der Lärm, den ein solcher Sprung verursacht, würde mich verraten. Aber wir haben ja jetzt hier das Seil mit dem gepolsterten Wurfarm. Na also, es geht doch, liebe das Freunde. Könnte klappen. Der umwickelte Haken wird kaum Lärm machen und ich kann mich am Seil zum Fenster hangeln. Easy! Nach 5 Stunden. Jetzt noch die Brandsätze zünden und dann so schnell wie möglich raus hier. Okay, haben wir hier noch irgendwie was? Ich stelle niemals Fragen. Trotzdem wüsste ich zu gern, was auf diesen Papyrusrollen steht, dass ihre Vernichtung meinen Auftraggebern so viel Gold wert ist. Jedes Gefäß trägt das herrschaftliche Siegel, Bayra. Nur ein Papyrus mit Zahlen und Zeichnungen. Was soll daran so wichtig sein? Vorwärts! Ich wette, es prophezeit wieder den Weltuntergang. Wenn der Eindringling auch nur eines der Tongefäße in die Finger bekommt, werden wir alle an die Krokodile verfüttert. Wir müssen ihn finden. Los, ihr drei nach links. Der Rest kommt mit mir. Haltet eure Waffen bereit. Ich sollte mich beeilen. Mein Eindringen ist wohl kein Geheimnis mehr. Und damit ein herzliches Willkommen zu Geheimakte 3. Sowas kann auch nur mir passieren. Ich verpasse meine eigene Hochzeit. Oh, sie hat eine neue Synchronstimme. Tut mir leid, dass ich zu spät. Max, was ist hier los? Wo sind die Gäste? Mein Vater, wo... Psst, es geht los. Liebes Brautpaar, werte Gäste, herzlich willkommen in Finisterre, am Ende der Welt. Jetzt, da alle ihren Platz eingenommen haben, können wir mit der Zeremonie beginnen. Wovon spricht er? Hier ist doch niemand außer uns. Wo sind die alle? Wir haben uns heute hier versammelt, weil Nina Kalenko und Max Gruber den heiligen Bund der Ehe eingehen wollen. Ich möchte meine Predigt mit dem Trauspruch beginnen, den sich die beiden ausgesucht haben. 2. Brief Petrus, Kapitel 3. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen, und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Das ist doch nicht unser Trauspruch. Was ist
ist hier los? Wo ist der hin? Sehe ich etwa schon Gespenster? Egal, nichts wie raus hier. Auch wenn das heißt, dass ich einem Geist folgen muss. Okay, ja, was für ein schlechter Traum. Was für ein böser Traum. Wir haben anscheinend so ein bisschen Bindungsängste, könnte ich jetzt glatt meinen, mit Nina. Ich meine, wenn sie von so einer Hochzeit träumt, dann weiß ich auch nicht. Aber nun gut, ich finde es ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, dass sie eine neue Synchronstimme bekommen hat, die auch, finde ich, nicht so wirklich passt. Also wenn man in den ersten zwei Spielen halt sich daran gewöhnt hat, an ihre Stimme und jetzt auf einmal diese neue bekommt, ist das schon sehr merkwürdig. Aber meine lieben Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge von Geheimakte 3 wieder. Ich würde mich natürlich über eure Kommentare freuen und natürlich eine Bewertung zum Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir nun auch mit der Geheimakte-Reihe fortfahren. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bye, bye!